Hakt denn der Sound jetzt noch? Pause machen. So, da bin ich wieder. Jetzt wieder ohne Soundbug. Okay. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Wir wagen uns durch die Tür in der Hoffnung, dass wir nicht angegriffen werden. Licht gemacht, sehr überschaubar alles hier. Ja, dann watschen wir mal zurück. Ne? Dum-di-dum. Oh, da geht's wieder in die Dunkelheit. Fort. Hier waren wir jetzt überall, oder? Da unten, ja, da waren wir. Da links waren wir auch. Die nehmen wir jetzt auch noch mit. Haben wir vorhin übersehen. Ja, dann können wir jetzt endlich raus aus dem Lager. Der dünne, kalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit der er leben konnte. So. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Ja, hier hinter verbirgt sich die Eingangshalle. Hat sich nicht viel verändert. Was ist das hier eigentlich?
hier vorhin schon eine Leiche? Die liegt doch jetzt neu hier, oder? Vorhin lagen, glaube ich, nur die Beine drin. Oh, wie strange. Komm schon, ich will sie anfassen. Okay. Kann man hier nochmal gerade gucken? Da haben wir nämlich noch eine Kiste. Boah, Öl. Ehrlich, da gucke ich da jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Da haben wir nur Sitzgelegenheiten, die brauche ich jetzt aber nicht. Was wir hier haben. Studierzimmer. Und Gästezimmer. Gehen wir mal ins Gästezimmer. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und wartete noch etwas länger. 4 Uhr, dachte er. Das ist genug. Wieder so eine ich platz vor deinen Augen Vase. Na, diesmal wohl nicht. Schubladen. Zuck. Zuck. Ja, was soll das hier? Stoßendes Sofa. Ja, und hier ein Kreuz. Otsch, otsch, ah. Ja. Jetzt nicht so besonders. Das allsehende Auge oben drauf. Den Rest kann ich da jetzt nicht so. Keine Ahnung. Oh, mal wieder Bücher. Okay. Na, mich wundert gar nichts mehr. Egal was man tut, immer gibt es irgendwelche Geräusche. Die müssen ja nichts bedeuten haben, ne? Ja, komm, weg. Ha. Gut, dann ist es jetzt wohl Briefzeit. 2. July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ja, da ging diese Expedition wohl ein bisschen schief. Wir sind durch einen glücklichen Zufall etwas früher zurückgereist. Das war ja der Brief davor. Und das war wohl unsere Lebensrettung bisher. Ja, der Rest der Expedition ist dann wohl gestorben. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mitgelesen, dass ihr nachvollziehen könnt, wovon ich hier gerade babbel. Oh, ein Stemmeisen. Nicht schlecht. Noch ein Brief. Nehmen wir erstmal hier einen Schluck. Lecker. 3. July,
1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion.